Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley, wo wir heute gleich unseren Kekstisch für den Weihnachtsmann vorbereiten werden. Daran habt ihr mich netterweise erinnert. Wir werden ansonsten mal nach den Tieren schauen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Quest mit den Käfern machen wollen. Ich habe irgendwie nicht so richtig Lust darauf, muss ich zugeben. Ist ein bisschen langweilig, die Quest. Machen wir vielleicht ein andermal, wenn wir bessere Ausrüstung haben. Und dann schauen wir mal. Muss man gerade gucken, ob ich Kekse habe? Ja. Ansonsten habe ich gerade nicht so viel Lust auf die... Da müssen wir das jetzt wegräumen. Auf die Käferquest. Lacht mich gerade nicht so an. Und wenn mich das nicht anlacht, hat es ja auch keinen Sinn, irgendwie groß zu erzwingen. Glaube ich. Aber das darf auch mal so sein. Okay, ich stelle dich mal hier hin. Sieht ganz witzig aus. Und dann stellen wir die Bank jetzt aber auch hier hin. Cool. Ihr habt mir auch geschrieben, dass es... eine Website gibt, Stardew Valley Planner, wo man anscheinend seinen gesamten Hof und auch sein Haus und sowas richtig am PC planen kann. Mit allen Gegenständen und allen Gebäuden. Da kann man entscheiden, hier kommt ein Sprinkler hin und mein Feld und hier kommt ein Schuppen hin und hier kommt ein Stall hin. Das gibt es anscheinend für alle Farmen, natürlich bis jetzt auf die Meadowlands Farm, auf der wir spielen. Das ist anscheinend noch zu neu und nicht implementiert. Aber cool, vielen Dank für den Hinweis. Das ist natürlich ganz stark. Das macht vieles, glaube ich, einfacher. Gerade so wegen Versetzen von Gebäuden. Also cool. Dankeschön. Okay, wir gucken jetzt nochmal den Hühnern. Der Dino braucht noch ein bisschen. Darf er auch. Wer so lange im Eis liegt, darf sich auch ein bisschen Zeit lassen am wach werden. Zack. Zack. Mal hier noch ein Ei rein. Habe ich alle. Brokkoli. Dann einmal verkaufen. Ich hätte ja tatsächlich Lust, aber in die Schädelmine zu gehen. Wir gehen jetzt erstmal gleich zu Robin. Gucken danach, dass wir nochmal die Gebäude versetzen. Und dann hätte ich ja fast nochmal Bock, in die Schädelmine zu gehen. Vielleicht machen wir das. Mal gucken. Dann packe ich das Käferfleisch hier rein. Das Essen. Mit dem Essen. Ich packe, glaube ich, mal die Schnecken hier rein. Weil die buffen mich ja beim... Angeln, dann habe ich vielleicht die Idee. Also, wahrscheinlich nicht. Vielleicht erinnere ich mich dann daran, aha, hier hatte ich ja noch einen Buff drin zum Essen für die legendären Fische zum Beispiel. Also mal gucken. Sollte ich ansonsten noch irgendwas rauslegen, damit wir das nicht unbedingt jetzt dabei haben, wenn... Wir machen das mal folgendermaßen. Du kommst hier rein, du kommst hier rein. Und die Kohle packe ich hier drüben rein. Dann verlieren wir die nicht. Und den Rest, soll ich den Rest mitnehmen? Ich glaube, die Sachen brauche ich ja zum Beispiel nicht. Soll ich das dann hier reinschmeißen? Finde ich das jemals wieder? Eher finde ich es hier drin. Hier sieht gut aus. Ich glaube, ich bin vorbereitet. Wir können ein paar Bomben mitnehmen. Tatsächlich für die Höhle. Ich habe hier sogar ein bisschen was. Hier kann ich nochmal was einschmelzen. Ah, nicht einschmelzen, sondern hier reinschmeißen. Dann kommst du nochmal zurück. Cool. Fühle mich ein bisschen vorbereitet. Wir lesen die Briefe und dann geht's mal zu Robin. Ich kenne ein paar Rezepte. Ich dachte, ich schicke dir mal eins. Vielleicht hilft es dir, mehr Erz abzubauen oder so. Pass auf dich auf, Clint. Algensuppe, danke. Alles klar, ich würde dir gerne ein paar Informationen über die kommende Veranstaltung geben. Das Fest des Wintersterns. Es ist Zeit für die Gemeinde, sich an all das Gute in diesem Jahr zu erinnern und zusammenzukommen. Eine beliebte Tradition ist das Wichteln, bei dem jedem in der Stadt zufällig eine andere Person zugeteilt wird. Am Tag des Fests bringt jeder ein Geschenk für seinen geheimen Freund und überrascht ihn mit etwas Besonderem. Dieses Jahr ist dein geheimer Freund... Emily! Verrate es niemandem. Das Fest wird am 25. von 9 bis 14 Uhr auf dem Stadtplatz stattfinden. Man sieht sich dort, Bürgermeister Lewis. Oh ja, cool, Emily. Emily mag... Das kann ich Oskar gar nicht gießen. Ja, ne. Komm, ganz schnell. Emily mag Aquamarin. Von daher kriegt Emily Aquamarin. Okay. Komm mal hier rein. Jetzt die Gießkanne einfach hier hin. Okay, Oskar liegt gerade nicht im Weg, das ist schön.
Stopp, ich will noch was anderes machen, vorher, bevor das nicht mehr klappt. Verzeihung, 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 ich beeil mich, ich beeil mich. Will ich jetzt gerade mal einfach hier hin. Und dann geht's mal schnell zu Robin. Was ist denn heute Donnerstag? Robin müsste eigentlich, glaube ich, zu Hause sein, oder? Wir werden es gleich rausfinden. Sport ist ja dienstags. Von daher, mal schauen. Morgen müsste auch unsere goldene Hacke fertig sein. Dann können wir die Regenwürmer wieder ausbuddeln. Das wird ganz schick. Robin, wo bist du? Demetrios, wo ist deine Frau? Hier im Sternportal sind wir abgeschieden vom Rest der Welt. Vielleicht ist das eine gute Sache. Weiß ich nicht. Vielleicht. Du bist nicht gut genug befreundet. Sebastian ist am Arbeiten. Robin! Ah, Robin ist nicht zu Hause. Schade. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir direkt in die... zur Bushaltestelle. Der schnellste Weg ist tatsächlich, wenn wir über die Mine gehen. Dann in die Lore einsteigen. Ich habe ein bisschen Bock auf die... auf die Schädelhöhle. Mal sehen, ob wir diesmal tiefer als zwei Ebenen kommen, bevor wir wieder von Harvey gerettet werden müssen. Okay, ich bin bereit. Sorry, Pam. Interessante Route, die du auch genommen hast, Slurp. Los, Schädelmine. Müssen wir wieder unsere Freunde Sprossi und Plumsi beschwören, dass die mal wieder sich aus ihrem Versteck zeigen. Ich hätte ja Bock, endlich diese prismatische Scherbe zu finden. Okay, los geht's. Perfekt. Nehme ich. Danke. Schön. Und du verlierst jetzt nochmal würzigen Aal. Und dann sind wir allerbeste Freunde. Aua. Ich habe auch echt mehr Verteidigung, glaube ich, auch in dem Spiel. Jetzt erstmal nur die Steine ab. Schaut euch das mal an, Leute. Was ist denn hier los? Sprossi! Aber Sprossi zeigt sich heute von seiner besten Seite. Mich wohl auch vermisst. Das Erz. Hör den Drachen, aber ich sehe ihn nicht. Da ist er. Ah. Zack. Oh, wir nehmen das Gold aber mit. Danke, danke. Und dann nehmen wir Sprossi. Dann geht's tiefer. Komm her! Zack. Zack. Quarz. Ein Smaragd. Uhr 13:30. Das ist okay. Amnigiode. Wir legen mal hier die. Aber hier ist, glaube ich, mehr los. Probieren wir es mal hier mit. Plumsi! Plumsi! Schade. Ossi, mein bester Freund. Okay. Jetzt können wir mal hier die Bombe legen. Zack. Zack, zack. Aber, oh, ich wurde gar nicht getroffen. Aber ich habe echt falsch gestanden. Das war reines Glück. Danke. Die sind auch gerade echt wenig Gegner ansonsten unterwegs. Stahlfalchion.
30 bis 45. 28 bis 46. Plus 20 kritische Kraft. Plus 4 Geschwindigkeit. Das ist viel besser. Cool. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Aber viel schneller haut das zu. Das ist ja cool. Komm, hier. Ihm. Ah, war gut auf sein Bauchgefühl zu hören. Einfach in die Mine zu gehen. In die Schädelhöhle. Einmal hier runter. Oh Gott, ist hier viel Stein. Wir wollen mal gleich eine Bombe legen. Ja, Verzeihung. Nichts. Steine und Käfer. Euch kann ich aber leider nicht besiegen für die Quest mit Willi. Das wäre natürlich ganz praktisch, weil hier sind echt viele Käfer, aber. Null, null. Sind leider zu widerstandsfähig. Weiß gar nicht, gibt es überhaupt eine Methode, die zu besiegen? Bestimmt. Aber hab's so vergessen. Dann habe ich sogar schon sie selbst angewendet. Komm, wir legen hier nochmal eine Bombe. Aber wieder vergessen. Ich habe so viel über dieses Spiel vergessen. Weil es einfach so viel Inhalt ist. Ist denn hier jetzt Sprossi oder Plumsi? Die Ebene kostet mich mehr Zeit als alle anderen zusammen. Wahrscheinlich direkt hier neben der Leiter. Wartet ab, hier genau, hier ist jetzt Plumsi. Nein. Wenigstens das. Hier, Sprossi, danke. Direkt Akrodrachen unterwegs. Wie schnell das neue Schwert zuschlägt. Super cool. Wir holen uns hier noch den Diamanten. Ich glaube aber, die prismatische Scherbe haben wir heute wenig Glück. Also ich meine, sie so auf den so hohen Ebenen zu finden, ist halt auch. Da muss man, glaube ich, schon sehr viel Glück haben. Ein bisschen Iridiumerz wäre auch noch nett, aber. Mag es jetzt auch nicht übertreiben. Wir probieren ansonsten morgen nochmal zu Robin zu gehen und hoffen, dass sie dann da ist. Wäre schon ganz cool. Eine Ebene würde ich ganz gerne noch runtergehen. So Ebene 10 wäre cool. Wir legen hier nochmal eine Bombe. Nichts. Was? Dann hier nochmal. Auch nichts. Ist denn diese Leiter, Sprossi? Am Anfang warst du doch so entgegenkommend. Hier vielleicht? Nein. Ah. Nirgends. Auch spannend. Ich bin ja einfach nur noch verzweifelt. Ich will es jetzt wissen. Aber es ist echt so ein bisschen. Kann das denn sein? Hier sind echt noch viele Steine halt, ne? Nigiode, können wir morgen mal zu Clint, wenn wir uns die goldene Hacke abholen. Ne, ich gehe jetzt raus. Ist ja Quatsch. Ach man, ist noch was drin? Nein. Wie ärgerlich ist das denn? Hatte ja gehofft, dass wir wenigstens auf Ebene 10 kommen. Aber ich muss ja auch zugeben, ich bin happy, dass wir überlebt haben. Das ist ja auch mal ganz schön. Das ist ja auch mal ganz schön. Es schneit. Dann machen wir noch unser Inventar leer.
würde sagen, gehen wir mal ins Bett. Zack. Aber das hat sich allein schon wegen des Schwertes gelohnt. Das ist cool. Was mache ich mit der Kiste hier eigentlich? Wollte ich die nicht irgendwo hier unterbekommen, die Sachen? Ah, hier ist sogar schon Kram drin. Ah, das ist die Kiste. Okay, hier schon mal Kram rein. Hier ist kein Kram. Haben wir hier noch Kram? Ja, ganz viel. Können wir nochmal Gold einschmelzen? Da haben wir am wenigsten an Barren. Nochmal. Hier können die Bomben wieder rein. Perfekt. 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 Okay. Sehr gut. Dann hier mal ganz kurz das Inventar sortieren. Perfekt. Du kannst weg. Ich packe ich hier in die Kiste rein. Der Rest sieht gut aus. Irgendwas vergessen. Das Schwert wollte ich noch hier reinmachen. Die Kiste kann aber eigentlich auch mal ins Lager. Die muss nicht hier im Haus stehen. Gehen wir mal ins Bett. Und hoffen, dass morgen Robin da ist. Schöne, schöne Robin, bau an meinem Haus. Denn dann steht's an einem anderen Ort und ich komm schneller raus. Cool, das hier ist auch fertig. Mal ernten. Sehr schön. Guten Morgen, Oscar. Hier raus, direkt reinmachen. Lade ist fertig. Wildbarren sind fertig. Wollte nicht irgendjemand noch was? Nee. Hier oben rein, bitte. Danke. Sehr gut. Wir könnten direkt auch Stahlbarren mitnehmen, damit wir unsere Stahlmülltonne verbessern. Ich hab mal daran gedacht, ich bin komplett überrascht von mir selbst. Guten Morgen, ihr beiden. Zack, zack. Zack. Hier natürlich auch rein. Möchten vielleicht nochmal eine Kuh. Guten Morgen, ihr alle. Morgen. Ei. Sehr gut. Zack, zack. Okay, das war schon. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal Richtung. Das ist auch schon gewachsen. Ah, das ist ja cool. Na gut, dann nehmen wir dich auch mit. Wir gehen mal Richtung Robin und von Robin aus gehen wir dann zu Clint. Ist das klug? Weiß ich nicht. Wir machen es jetzt trotzdem. Manchmal muss man Dinge im Leben einfach machen und dann reflektieren, ob es klug war oder nicht. Weil man einfach immer auf der Stelle tritt. Bringt ja auch nichts. Also manchmal ist auf der Stelle treten auch ganz schön. So ist es nicht. Öffnet auch um 9. Na gut, dann kommen wir erst zu Clint. Weil. Und dann finden wir vielleicht noch ein paar Regenwürmer auf dem Weg. Und wir können die Geoden direkt öffnen. Hier ist ein Auftrag. Suche nach Prasse. Zahle bar bei Lieferung Jody. Müssten wir sogar noch in der Kiste haben. Schön, dass die beiden sich auch gerade einfach mal Hallo gesagt haben. Hi, hi. Hier im echten Leben. Mal kurz hier. Joja Cola. Goldhacke! Du erhältst Goldhacke. Geode aufbrechen. Das zuerst. Oh Gott, wir haben 8 Stück davon.
Bist du neu? Ja. Und du bist auch neu. Nee, doch nicht. Du bist neu. Ja. Hahaha, erkannt. Ich glaube, dich haben wir schon. Ja. Du bist neu. Ja. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Hat ja richtig gelohnt hier, die Geoden. Diese Kristalle sind erstaunlich leicht. Aber gar kein Name dabei. Spannend. Und Qualitätsdünger. Und ein Kupfer. Okay, dann Werkzeuge verbessern. Stahlmülleimer. Wir müssen ein bisschen auf unser Geld halt auch achten. Wir haben nur noch 19.000. Oh, noch eine Geode. Dün dün. Dün dün. Was ist denn denn hier wahrscheinlich? Ah. Das hier hin oder eher hier hin? Ich pack's jetzt mal hier hin. Okay, hatten wir nicht noch auch ein Buch gefunden? Nee, anscheinend nicht. Okay, die Hacke bitte hier hin. Danke. Wir gehen nochmal die Geode aufmachen und dann geht's zur Robin. Hi, Penny. Geode aufbrechen. Schon wieder. Okay, haben wir jetzt auch schon. Alamit. Minen. Nee, halt, stopp. Wir machen folgendes. Wir gehen zum Steinbruch und holen mal hier die ganzen Regenwürmer aus dem Boden. Hier waren so viele. Hier ist jetzt ein Buch aufgetaucht. Perfekt. Historisches Werkzeug. Das ist ja auch neu. Komm, wir gehen nochmal schnell ins Museum. Geben das ab. Hä? Achso. Falsches Schild. Museum spenden. Hier. Okay, jetzt geht's zu... Robin. Oh, bitte, Robin, sei da. Ich störe mir nicht meinen Tagesplan, in dem du einfach eigene Pläne hast. Ich mag es nicht, wenn andere Leute Pläne haben, die nicht mit meinen übereinstimmen. Aber Slurp, das ist doch ganz normal im Leben. Aber ich mag es nicht! Sehr erwachsen von dir. Danke, ich weiß. Ah, Robin, du Gute. Hofgebäude errichten. Hofgebäude bewegen. Okay. Oskar, bitte mach's mir jetzt nicht malig. Ich wollte das hier so machen, nicht wahr? Genau, da kann man nämlich hier noch vorbeilaufen. Zack, oh mein Gott, wie cool. Halt, stopp. Ist nämlich sehr groß. Jetzt kann ich ja doch nicht... Doch, ich komme da vorbei. So komme ich aber nicht mehr vorbei. Und hier ist kein Platz so. Das heißt... Nein, falsche Taste. Ein Gebäude bewegen. So komme ich, glaube ich, niemals wieder zum Briefkasten. Das ist okay. Ich wollte eh nicht zum Briefkasten. Ich muss aber hier hinsetzen. Oskar können wir hier hinsetzen, theoretisch. Finde ich schöner, aber Oskar liegt jetzt gerade im Weg. Das macht es ein bisschen tricky. Ich muss jetzt gerade mal gucken mit dem... Bin ich ja schon ganz stark. Oder so. So? Dann haben wir nur noch einen Durchgang. So finde ich das, glaube ich, besser. Ja? Ja? Sieht eigentlich da unten drunter aus. Hm, ähnlich. Eigentlich ganz schick, oder? Oh, dass der Busch hier noch durchschaut? Ah.
Ich glaube, das ist ganz cool. Ja, gefällt mir. War ein bisschen skeptisch, aber es gefällt mir. Okay, wir müssen dann echt mal überlegen, wo wir hier alles hinsetzen. Ach, hier ist der Fischteich fertig. Dann kann ich den Skorpionstachel reinschmeißen. Könnten auch nochmal einen Hühnerstall bauen. Dann könnten wir da quasi nur Dinos oder sowas auch drin halten. Aber nee, wir sollten erstmal gucken, dass wir den Stall hier bauen. Wir brauchen also 450 Holz noch. Das sollten wir mal, glaube ich, als nächstes angehen. Wie Holz fehlten uns dafür noch? Gar nicht mal vier, das ist ein Baum. Das ist ein Baum. Dann könnten wir den großen Kuhstall bauen. Oder vielleicht zwei Bäume. Ja, komm. Oh, hier sind auch Regenwürmer. Komm, wir machen dich jetzt auch mal weg. Mal Pulvermelonen. Die Zeit, die anzubauen. 7 Tage. Doch, das reicht. Hofgebäude errichten. Großer Stall. Bauen. Cool. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen. Danke dir. 7000 Gold noch. Ja, aber das war wichtig. Bin happy, dass wir das gemacht haben. Jetzt können wir mal gucken, wie das aussieht auf dem Hof. Mal so in Persona anschauen. Dann direkt die Pulvermelone auch in den Boden machen. Ja, dass man das Haus versetzen kann. Was ist denn das bitte schön für ein Geschenk? War immer noch nicht so ganz klar damit. Das gefällt mir hier. Das hier muss auf jeden Fall noch bespielt werden. Weiß nur noch nicht genau, wie, ob ich diesmal warte, bis ich die Iridium-Sprinkler habe. Ob wir das dann so machen wollen. Ob wir hier auch nochmal Bäume anpflanzen wollen. Wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Ansonsten sehr cool. Hier ganz kurz mal ein bisschen mich umorganisieren. Hier rein, hier rein. Nicht ich hier drin, Kaviar? Ja. Kommst dann auch hier rein. Die Joja-Cola können wir tatsächlich auch mal hier drin aufbewahren. Schadet ja nichts. Nochmal Kekse. Ah ja, das waren die aus der Kiste natürlich. Rosenteller. Das Heu können wir in ein Silo packen. Ja, dann hier einmal. Sehr gut. Das ist schon cool. Jetzt können wir natürlich auch nochmal das hier versetzen. Jetzt kommen wir hier hin. Kommen immer noch an die Post. Der Bär steht hier. Hier hätte man noch was anderes hinbauen können. Aber können wir noch nachträglich machen. Wir kommen auch noch entspannt hinters Haus. Ja, cool. Dann hat man hier so ganz Ruhe, so eine kleine Schreinerecke für Lea zum Beispiel. Ah, gefällt mir. Das Heu einmal hier rein. Noch mehr Regenwürmer. Ah, und den Skorpionstachel. Das will ich ganz schnell mal testen, ob das so funktioniert. Zack, Skorpionstachel. Jetzt gilt er als noch nicht gefangen. Nein. Dann schmeiße ich ihn jetzt mal in den Fischteich. Ist jetzt einfach ein kleines Experiment. Bevölkerung 1 von 3. Die Fische sehen glücklich aus.
Skorpionkarpfen. Nein, funktioniert nicht. Aber lohnt es sich trotzdem, den Skorpionkarpfen da drin aufzugeben? Was produziert er denn? Schade, aber dass es so nicht funktioniert. Das wäre natürlich ein krasser Hack gewesen. Stardew Valley. Skorpion. Karpfen. Kann der Kaliko-Wüste gefangen werden? 6 bis 20 Uhr beliebig. Uhrzeit, Wetter. Nicht Uhrzeit. Jahreszeit beliebig und Wetter beliebig. Als Geschenk, Bündel. Ah, gealterter Fischleich. Nee, bringt nichts. Brauchen wir nicht da reinschmeißen. Na gut. Nein, ich habe doch gerade gesagt, wir brauchen dich da nicht reinschmeißen. Danke. Ich wollte hier gucken. Leerer Teich. Bist du sicher, dass du alle Fische entfernen den Teich wieder in seinen... Ja. Hallo. Wollte das Aussehen verändern? Macht er nicht. Macht er wahrscheinlich nur, wenn Fische drin sind. Dann kommt der Fisch einmal wieder zurück. Und ich muss hier dann auch mal ein bisschen Ordnung machen. Welcher Fisch lohnt sich denn da drin? Was ist das denn? Der Lava-Aal. Der ist ganz cool auf jeden Fall. Der gibt mega wertvolle Sachen. Und es gibt noch irgendwas. Der Rochen? Der Rochen, glaube ich, gibt ab und zu sogar prismatische Scherben. War das der? Irgendeiner macht das. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Anglerfisch? Nee, cool. Die Bach noch ein. Tag, was machen wir denn jetzt mit dem angebrochenen Tag? Wollen wir hier noch ein bisschen Ordnung machen? Tag, ich wollte die Kiste noch wegräumen. Sehr gut. Stelle ich dich mal irgendwo hier hin, Kiste. Welche Farbe kriegst du? Hier, oder? Ja, sieht gut aus. Ja, keine Ahnung, was wir da reinmachen. Habe ich jetzt noch keinen Überblick. Hier kann auf jeden Fall der Bohnensetzling rein. Und das auch hier unten. Zack, 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 zack. Auch hier vielleicht doch nochmal einen Durchgang. Echt jedes Mal sehr weit zu laufen. Wenn man die Hälfte noch vergisst, ist schade. Okay. Aber wir probieren mal was aus. Zack. Nur mal spaßeshalber. Das sieht irgendwie ganz witzig aus. Ah. Also lassen? Gib mir was aus. Brauche noch mehr davon. Hier und hier. Ah. Auf jeden Fall ganz unterhaltsam aus. Jetzt könnten wir noch mal gucken. Habe ich hier noch was? Perfekt. Haben wir eine Fackel hier hin. Cool aus. Bisschen Licht reingebracht in die ganze Sache. Nicht viel, aber ein bisschen. Wir müssen eh noch mal gucken, wie wir das mit Lampen machen. Dass hier immer echt dunkel drin ist. Jetzt muss ich hier nochmal schauen, dass ich das hier mal ein bisschen optimiere. Das ist jetzt auch nicht mehr so cool. Aber der Weg geht ja theoretisch doch... Nee, der geht tatsächlich hier lang. Soweit ich das noch im Blick habe. Oh, ständig verändert sich alles. Und es ist super, aber auch anstrengend. So, einmal hier das Kilo ist voll. Sieht so aus. Okay.
Nee, dann machen wir das folgendermaßen. Nehme jetzt nochmal die Platten, die ich habe. Will ich das so? Ja, eigentlich will ich das nicht so. Ich habe echt nicht mehr viel Holz. Ah, schade. Okay. Ich habe halt kein Holz mehr. Will ich das auch nicht verschwenden. Aber dann kann hier noch der Weg lang gehen. Ah, das glaube ich kann ganz schick werden. Ja, jetzt haben wir dann noch 5. Wir bauen noch mal ein bisschen Holz ab. Wir vielleicht noch ein bisschen Boden verlegen. Bei euch wollte ich doch eh wegmachen. Ja, 50 Holz, perfekt. Hier fehlt ja noch eine Fackel drauf. Warum sagt mir das denn keiner? Ich glaube, das hättest du auch selber merken können. Ihr habt ja recht. Nehmen wir mal 20. Nehmen wir mal ein bisschen was. 10. Steine haben wir echt viele. Ist natürlich Oskars Napf im Weg. Hier ist eine Fackel. Euch beide kann ich auch mal entfernen. Vorübergehend. Ich mag den Boden aufgrund der Helligkeit. Ich mag aber besonders gerne an dem Boden, dass der halt hier perfekt abschließt. Das ist ein ganz, 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 ganz fantastisches Feature, dass da kein Rand übersteht. So, Schild. Hier muss ich auch mal kurz dich entfernen. Super Schild. Ich muss dich gerade mal an einen anderen Platz setzen. Ah, was ist denn das da? Na gut, sieht vielleicht sogar ganz witzig aus. Okay, Schild. Hier. Halskette. Den Rest haben wir erledigt. Soweit ich das im Überblick habe. Jetzt haben wir hier nochmal. Wir können nochmal hier in die Richtung was bauen. War nicht viel, aber ein bisschen. Reicht das noch für eins? Ein Holzboden fehlt. Okay, dann können wir nämlich noch mal eins hier setzen und dann ist es gut. Zuerst. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das insgesamt so lassen werden vom Stil. Oder ob wir da mal was anpassen. Aber momentan finde ich es eigentlich ganz witzig. Das hat überhaupt nicht mein Mosaik. Aber trotzdem ganz cool. Wo sind meine Fackeln? Hier ist eine Fackel. Kommt es vielleicht einfach mal hier. Lass mir einfach mal hier zwei Fackeln hinstellen. Sieht ja vielleicht ganz nett aus. Ansonsten muss hier auch nochmal ein Weg hoch verlegt werden. Da muss ich gerade mal gucken, ob das sogar passt von den Steinen her. Das wäre natürlich optimal. Nein! Aber es wäre sogar ganz cool, wenn wir das so machen. Stark! Ich glaube, das kann ganz schick werden. Dann haben wir hier noch einen Weg, der dann hochgeht zum Teleporter. Ja, ich weiß, es wird spät, wir gehen noch ins Bett. Mir macht das aber so viel Spaß. Hierhin. Setz dich wieder hierhin, weil du eigentlich ganz praktisch da stehst. Zack. Und es geht ins Bett. Danke.
Huch. In der Nacht gab es einen heftigen Sturm. Hä? Was war denn das? Es klang, als wäre ein Baum umgefallen. Und zwar ein großer Baum. Ist das jetzt vielleicht unten an... bei Rasmodius? Also im Zedernsaftwald? Jetzt habe ich schon. Guten Morgen. Ich wollte noch gar nicht rausgehen. Es war ein wirklich netter Spaziergang. Ich habe diesen alten Hof schon lange nicht mehr gesehen. Er sieht noch besser aus als in meiner Erinnerung. Hier, ich habe dir eine Kleinigkeit mitgebracht. Es ist ein Geschenk. Von einem Gärtner zum nächsten. Ah, wie cool, ein Blumentopf. Gartentopf, du hast einen Gartentopf erhalten. Diese Töpfe sind wirklich praktisch. Du kannst damit zu beliebigen Zeiten im Haus Pflanzen heranziehen. Und auch draußen sehen sie nett aus. Dort kannst du aber nur der Saison entsprechende Pflanzen pflanzen. Wenn du noch mehr brauchst, kannst du leicht selber welche machen. Hier, ich habe einen alten Zeitungsartikel mit der Anweisung. Du hast gelernt, wie man einen Gartentopf herstellt. Ich gehe da mal lieber. George wird mürrisch, wenn er seinen Haferbrei nicht rechtzeitig kriegt. Habt doch einen schönen Tag. Ah, jetzt haben wir schon ein bisschen was von der Folge von morgen weggenommen. Aber gar nicht schlimm. Ich bin irgendwie total routiniert rausgegangen. Ansonsten, liebe Leute, wir gucken mal, dass wir morgen nach diesem Geräusch Ausschau halten, dass wir den Gartentopf irgendwo aufstellen, vielleicht sogar schon was anpflanzen. Das wäre natürlich ganz cool. Vielleicht Tomaten oder sowas. Im Haus Tomaten? Das wäre ganz cool. Und ansonsten, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Hat mich sehr gefreut. Wenn ihr Spaß hattet, lasst doch einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Das hilft mir und dem Kanal. Wenn ihr neu seid und Spaß hattet, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Besonderen Dank an meine Kanalmitglieder. Vielen Dank euch. Und ansonsten wünsche ich einen schönen Tag. Habt eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen und bleibt anständig. Ciao.